Oscar Letos. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Guten Abend. Herzlich willkommen bei Ihrem Lieblingssender. Sie haben es gerade gesehen. Eine sensationelle Gästekombination. Eine unglaublich attraktive Frau und den Shootingstar im deutschen Fernsehen in diesem Jahr. Und, meine Damen und Herren, wir haben ein großartiges Programm mit einem fantastischen ersten Thema. Wie heißt unsere Lieblingspartei? Die Grünen. Immer, ja, immer aktuell, immer gut drauf. Und Sie wissen, bei den letzten Landtagswahlen, es lief gut. Ja, aber es lief auch schon mal besser. Und die Grünen haben sich ja gedacht, was können wir tun, um so richtig die breite Masse zu kriegen? Da kamen sie vor einem Jahr auf die Idee, Benzinpreis 5 Mark. Knaller! Leute waren begeistert, haben gejubelt. Grüne, Grüne, Grüne! Jetzt haben sie gesagt, da müssen wir noch einen draufsetzen. Und gestern Abend sehe ich in den Nachrichten, und ich bin aufgestanden, ich habe geweint, ich habe gesagt, danke, dass man das noch erleben darf. Die Grünen fordern zum Ende des Jahrhunderts Amnestie. Straffreiheit für viele Kleinkriminelle, die jetzt noch im Gefängnis sitzen. Das heißt, macht die Gefängnisse auf, lasst sie raus. Und ich glaube, dass da die Mehrheit der Deutschen sagen wird, ja! Yeah! Da haben wir drauf gewartet. Und böse Menschen sagen, die Grünen wollen die Kleinkriminellen nur rauslassen, um ihre Stammwähler wieder zurückzuholen. Nein! Wirklich, ich habe gedacht, höre ich richtig? Gerade hat Joschka Fischer versucht, alles zu beruhigen. Und jetzt diese wirklich schöne, mehrheitsfähige Idee, Gefängnisse auf. Und ich sage es nochmal, wir müssen aufpassen, nicht, dass der Fall verstanden wird. Nicht, dass einer noch auf die Idee kommt, Kinder, warum nicht wieder die Todesstrafe, wo der Strom so billig ist? Ja. Genau. Genau hin. Heute Abend werden Sie bei uns verwöhnt und ich muss wirklich sagen, heute sind wir ein bisschen stolz auf uns selber, dass wir Ihnen dieses Programm bieten können. Mein erster Gast heute Abend ist ein Mann, der zu Beginn des Jahres, wie Rudi Carrell sagen würde, sensationell gestartet ist. Mit einer unglaublich hohen Einschaltquote, mit phänomenalen Kritiken quer durch die Presse, jeden Montag im reichsten Sender der Welt bei Pro7 TV Total. Stefan Raab! Stefan Raab, junges Publikum, die neue Moderatorin von Blitz ab Montag, heute bei uns Caroline Beil. Jetzt ist ein Programm, Jen Says You'll Know. So. Und natürlich, wie an jedem Abend, auch heute sein warmes Plätzchen. Und er hat das Poesiealbum weit aufgeschlagen. Denn bei einer solchen schönen Frau und bei seinem Lieblingsmoderator, meine Damen und Herren, da hat er sich fein gemacht. Mein neuer Co-Moderator, Horst Nabhorst! So groß heute Morgen in der Zeitung ein interessantes Interview in Bild mit Boris Becker. Und Boris sagt, ich freue mich für Steffi, sie ist super happy. Und er sagt etwas Interessantes, er wird so zitiert im Bild. Ich hoffe, dass Steffi bald schwanger ist. Schöne Wünsche von Kollegen, oder? Alles Gute und bald schwanger. Ja. Für uns wäre das ungewöhnlich, oder? Weil der neue Vater Graf wäre dann ja Agassi, oder? Mit dem Baby. Und wir müssen umständlich nicht mehr Vater Graf, sondern das heißt Opa Graf. Die ganzen Witze müssen umgeschrieben werden. Und liebe Telekom, ist das richtig, was wir heute erfahren haben? Ist das wirklich wahr? Die Manager der Telekom bekommen Kurse angeboten von Clowns, damit die Atmosphäre besser wird, damit man lernt, am Arbeitsplatz Humor zu zeigen? Ist das wirklich wahr? Wir beneiden euch, oder? Jetzt gibt es ja schon so Clownkurse bei der Telekom, das merken Sie, wenn das Telefon kaputt ist und die Reparatur, ja, die Reparatur zu Hause pantomimisch durchgeführt wird. Rollenspiele. Liebe Telekom-Manager, das kennt ihr doch, oder? Ja, von Domenica und der Zofe.
Und bitte aufpassen, liebe Telekom. Mit der roten Nase, ja, und dem Jackett, das ist der Clown. Ja? Mit der roten Nase und dem Handy, das ist Manne Krug. Und dann gibt es ein Jubiläum und wer weiß, was unser Eins ohne diese großartige Institution geworden wäre. 50 Jahre freiwillige Selbstkontrolle. Sie wissen, ehrenamtliche Mitglieder aus allen Bevölkerungsschichten, die sich Filme angucken, ja, und sagen, nein, das nicht, das ist unanständig, das muss raus, das wird gar nicht gezeigt. FSK, liebe Kinder, ja. Das sind die Damen und Herren, die aufpassen, dass die Teletubbies sich nicht gegenseitig durchknattern. Weg! Das ist wirklich so ein Grüppchen, muss man sich vorstellen, schaut sich auf der Couch die Shows an und sagt, nein, das war ja wieder schrecklich, Jürgen, spul noch mal zurück. Ja. Oh, das können wir nicht zeigen. Das muss raus. Lass noch mal langsam laufen. Freiwillig. Für uns, bitte, liebe Verwandte, liebe lustige Schwager, ihr wisst ja, an den Kinokassen, wenn es heißt, frei ab 18, bitte, bitte nicht mehr den Witz, ab 18, echt, wir sind aber bloß 9. Lass mal weg im nächsten Jahr. Und was feiern wir heute? Ausgerufen von der CMA, und da kommen Sie nie drauf, wenn Sie nicht gelesen haben, wir feiern heute den Tag des Butterbrots. Ja, stellen Sie mal vor. 50.000 Butterbrote gratis geschmiert, auf Bahnhöfen von 200 Frauen verteilt. Eine schöne Aktion. Und wir haben uns gedacht, Sie kennen doch den alten Spruch, das Butterbrot fällt immer mit der Butter nach unten auf den Boden. Oder? Murphys Gesetz, was schief gehen kann, geht auch schief. Und wir haben uns überlegt, wir sollten diesen Versuch hier durchführen. Moment, Moment, Moment. Ich schwöre es. Ja, ich schwöre es, ich weiß, dass viele zu Hause sagen, aha, so viel Elend in der Welt und Sie werfen Butterbrot runter. Nein, werden alle nachher von mir nach Hause genommen und persönlich am Wochenende gegessen. Ja, einverstanden, kein Augenblick. Jetzt haben wir, also wir haben die Butterbrote und es geht um den Versuch, wenn man ein Butterbrot ganz normal, wie hier Helmut, aus Tischhöhe runterfallen lässt, fällt es mit der Butterseite nach unten oder mit der unbeschmierten Seite. Ein normaler Versuch. Helmut, bitte. Als hätte man es geahnt, oder? Auf der Probe nie. Ja, also, schon das Gesetz widerlegt. Zweiter Versuch, Helmut. Wirklich, ich esse sie auf. Keine Angst, nicht aufhören. Ja? Drittes Brot, Helmut. Danke. Das war auf der Kante. Ja. Noch eins. Unglaublich, wenn Sie zu Hause frühstücken und das passiert, nie. Ja? Wie viele hat man schon runtergezogen und Haare drauf und Reste vom Teppich? Hier, 50-50. Mach mal zwei oder drei in ein bisschen schnellerem Abstand. Nochmal. Magische Hände, oder? Magische Hände! Wir haben es heute Mittag wirklich zweimal geprobt und nie, meine Damen und Herren. Aber Sie sehen, das Gesetz macht, was es will. Und Sie erinnern sich unsere großartige Kollegin Nathalie. Sie war ja vor einiger Zeit zwei Tage krank und wir haben unseren fantastischen Kollegen Sat.1-Redakteur Josef Ballerstaller gebeten, doch stellvertretend für Sie mit seiner großartigen Stimme den Anfang zu sprechen. Und diese Stimme kam so unglaublich an, dass wir gesagt haben, wir möchten Sie, vor allem meine Damen, mit dieser Stimme ein bisschen häufiger verwöhnen. Und schauen Sie,
Das gibt es ab heute für Sie in unserem Fanartikel-Shop. Die Harald-Schmidt-Show hat etwas ganz Besonderes für Sie. Eine Stimme, die bereits Millionen verzaubert hat. Naja, Hunderte. Na, fünf. Das erotischste Timbre seit Captain Blaubeer. Der Barry Manilow von Köln-Mülheim. Ein Hauch von Laszivität und je ne sais quoi, der Ihnen Schauer der Erregung über den Rücken jagen wird. Ballerstaller! Guten Abend, mein Name ist Ballerstaller. Ja, Josef Ballerstaller ist The Voice. Und jetzt gibt es diese einzigartige Stimme, deren hypnotische Ausstrahlung sich niemand entziehen kann, auch für Sie ganz privat, als Ansage für Ihren Anrufbeantworter. Drücken Sie jetzt auf den Aufnahmeknopf. Hallo, leider kann ich im Moment nicht ans Telefon kommen. Ich lasse mich nämlich gerade von einem Buckligen, der wie Peter Hane aussieht, mit der Peitsche verwöhnen. Fantastisch, einzigartig, ein typischer Ballerstaller. Sie wollen mehr? Wir haben mehr. Nämlich diese brandneuen CDs. Josef Ballerstaller liest die tollsten Preise von Sonderangeboten. 3,59, 1,98, 4,95. Und Josef Ballerstaller liest starke Verben. Log, Fraß, Schlich. Und natürlich der Megakracher. Josef Ballerstaller liest billigen, erotischen Schwulst. Silbern umrandete das Mondlicht die Konturen ihrer Körper. Zitternd vor Verlangen fasste Manuela die Hände von Alfonso und führte sie in ihren Schoß. Zärtlich, aber mit der Kraft der wahren Leidenschaft, breitete er ihre schlanken Beine auseinander. Seine Lippen küssten sie heiß und innig. Manuela stöhnte auf. Jetzt bestellen! Ja, kann man nur empfehlen. The Voice. Demnächst mehr. Es war ja leider auch in der vergangenen Woche eine traurige Woche, vor allem hier in Köln. Viele prominente Verstorbene. Es scheint aber so, dass die Kölner Boulevardpresse zum Teil angesichts der vielen Trauerfälle schon ein bisschen durcheinander geraten ist und nur noch mit Albenhoher hinhört und dann irgendwie sagt, war es wirklich? Na, wir drucken es erstmal. In der Hoffnung, dass das stimmt. Schauen Sie, Bild in Köln gestern. Das Herz, Trauer um die Doofnuss Hans Hachenberg. Großer Kölner Karnevalstar, tritt auf als Doofnuss. Herzinfarkt, Trauer groß, großer Artikel. Denkt man, naja, Bild wird schon sauber recherchiert sein. Was hat dich gemacht, wird gedruckt. Wir sind betrübt, er ist wirklich großartiger Karnevalist. Heute Morgen gehen wir Brötchen holen und sehen die Titelseite des Kölner Express und lesen da... Doofnuss, mehr jeder Jod. Das Herz. Mehr jeder Jod. Was ist passiert? Ein anderer bedauernswerter Mann mit demselben Namen ist gestorben, aber der Doofnuss geht's prima, ist mit Frau in Oberstdorf beim Wandern. Und ja, stellen Sie sich vor, man schlägt die Zeitung auf und liest, dass man tot ist. Ja? Was macht Bild in so einem Fall? 6 Milliarden Schadensersatz oder man stellt die Zeitung ein? Nein, man schreibt heute einfach Doofnuss. Bild bedauert die Verwechslung. Und hier unten ist der schöne Satz, schauen Sie ganz am Schluss hier unten. Wie heißt es doch so schön? Totgesagte leben länger. Ja. Das ist Humor, das ist Kölle. Doofnuss, mir jeder Jod. Ich sage nicht zu viel, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wenn ich sage, dieser Fernsehherbst wird ein echter Knaller. Die Sender überschlagen sich förmlich mit neuen Programmen und man kann einen Trend ausmachen und das ist der Trend St. Pauli. St. Pauli hier, St. Pauli da, die Alten in St. Pauli, die Jungen in St. Pauli oben, St. Pauli unten. Und allein in Sat.1, glaube ich, in der nächsten Woche 40 Stunden am Stück der König von St. Pauli. Und dann am nächsten Wochenende die Rote Meile, natürlich auf St. Pauli. Und im Kino der große Sönke Wortmann-Film von St. Pauli, da ist es doch klar, wenn die Sender sagen, lasst uns alle Sendungen in St. Pauli
drehen oder spielen lassen. Deshalb demnächst bei Sat.1 mit Deutschlands Frauenliebling Nummer 1 die neue Liebesshow Nur die Pflaume zählt. Dann für die Herrschaften, die den anspruchsvollen Talk lieben, mit unserem Freund Giovanni Di Lorenzo auf N3, Dreier nach 9. Das neue Zuhältermagazin, ich glaube, im ZDF, Auto, Motor, Mord. Das ist schön. Die alte Show von ihm habe ich fast jeden Nachmittag gesehen, um 15 Uhr in der ARD. Und die neue wird noch besser werden, unter dem Motto St. Pauli Wunschbox mit Ingo Dubinsky. Und jetzt kommt meine Lieblingsserie. Das wird der große Erfolg im ZDF unter dem Motto St. Pauli ist überall, auch in unseren Schulen. Unser Lude Dr. Specht. Wenn Sie jetzt sagen, das ist schön, aber das dauert ja noch alles ein bisschen, bis das kommt. Kein Problem. Wir haben uns überlegt, als Service-Sendung, Sie sollten nicht immer so viel Zeit verschwenden mit den Blättern in Programmzeitschriften. Unsere beliebteste Mitarbeiterin wird Zukunft in losen Abständen für Sie die Highlights des bevorstehenden Wochenendes auswählen. Ab heute neu von uns für Sie Asis TV-Tipps. Hallo, das schöne Wetter ist nun endgültig vorbei. Da würde ich mal am Wochenende Fernsehen gucken. Am Samstag geht es um 11 Uhr los. Da kommt auf RTL Power Rangers in Space. Dabei ist es aber wichtig, dass man die Lautstärke auch voll aufdreht, damit man auch wach wird. Um 15 Uhr gucke ich dann Sat.1. Da gibt es nämlich endlich wieder MacGyver. Den gucke ich besonders gerne. Wegen der schönen Landschaftsaufnahmen und sehr schönen Autounfällen. Um 15.30 Uhr muss ich wieder aufs Erste schalten, denn da kommt der Tigerrentenclub. Das ist ja wichtig, denn über die Renten muss man sich ja informieren. Bei RTL, Axel Schulz, wo der den kleinen Klitschko verkloppt. Wenn die nach 12 Runden aber immer noch beide stehen, dann gucke ich noch auf RTL 2, Bruce Lee, Rache ohne Gesetz. Da gibt's dann richtig was auf die Fresse. Am Sonntag gucke ich natürlich mal erst Formel 1 vom Nürburgring. Klar, Schumi ist ja nicht wieder dabei. Da bin ich mal gespannt, ob die Schnecke Eddie Irwin was gebacken kriegt. Um 18 Uhr gucke ich am ZDF Mona Lisa. Die haben immer so schöne Rezepte und schöne Putztipps. Und oft sagen sie einem auch, wie man die Kerle richtig rumkriegt. Das tue ich natürlich immer. Um 7:15 gucke ich dann im ZDF mal den Schanze an. Obwohl ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass der eigentlich netter aussehen hat ohne seine Gesichtsfotze. In der Show mit dem Schanze kann man eine Million von der NKL gewinnen. Oh nein, ich weiß, wer dran ist. Das ist wieder der Günther Jauch. Und ich soll ihm sagen, dass seine Schau besser ist als die vom Schanze. Und er besser aussieht. Der Typ nervt mich total. Asenbaum. Hier spricht Günther Jauch. Ja, Herr Jauch. Ihre Schau ist viel besser als die vom Schanze. Und Sie sehen auch viel besser aus. Und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Auf Wiederhören. Der Kerl nervt mich total. Unverschämt. So, und als letztes muss ich am Sonntag Sabine Christiansen sehen. Ich bin total gespannt, ob sie wieder dieselben braunen Schuhe hat. Die hat sie schon 3 Wochen an. Die sehen richtig fiesig aus. So richtig Oma-Schuhe. Na, da lasse ich mich ja mal überraschen. Das wird ja wieder ein herrliches Fernsehwochenende. Tschüss! Das ganze Wochenende von unserer großartigen Kollegin Asi. Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, ist der große Abräumer im deutschen Fernsehen,
in diesem Jahr. Moderator, Musiker, Produzent, wo er hinfasst, wird der Erfolg sichtbar und wird Erfolg zu unfassbar viel Geld. Am Jahresanfang startet er mit seiner neuen Show bei ProSieben TV Total. Rekordquoten und sensationelle Kritiken. Heute haben wir uns zu Gast. Herzlich willkommen, Stefan Raab. Du warst kurz, bevor es losgegangen ist, bei uns zu Gast. Ja, genau. War, glaube ich, auch der letzte Freitag vor dem Start. Genau, so machen wir es diesmal auch. So machen wir es diesmal auch. Das wird doch schon gut gehen. Das war doch schon ein halber Start letzte Woche mit Verona, oder? Das waren so Sommer-Specials, da haben wir so aus der alten Staffel was gezeigt. Best-of. Ja, so was. Hast du Tuffy gesehen als Rudy hier bei mir? War? Nee, habe ich leider nicht gesehen. Ja, ich habe super. Was? Du bist toll. Hat er gesagt? Du bist sensationell, aber du kommst so oft. Wie, ich komme zu? Ja, das ist nicht gut. 10-mal im Jahr. Im Fernsehen jetzt, oder wie? Ja. Wo sonst? 10-mal im Jahr. Und nicht so wiederholen. Ach so. Nicht so wiederholen. Sei ehrlich. Ich sage es. Man muss das wirklich sagen. Es ist nicht nur ein Erfolg wie in der einen oder anderen. Es ist ein unglaublich großer Erfolg. Es ist wirklich eine Quote, wie sie heutzutage kaum noch einer hat. Und durchgehend, die komplette Presse, ist begeistert und sagt... Ja, ich habe auch ein paar andere. Nein. Aber nicht die entscheidenden. Es gab auch ein paar andere, aber die haben wir mittlerweile auch gefügig gemacht. Und was ist das für ein Gefühl? hier, es geht nur Jod. Kennst du den Doofnuss? Ja, kenn ich. Das ist großartig, oder? Es wäre schade gewesen. Ja, ich war auch erschrocken, als ich das gelesen habe. Nee, wirklich, aber Gott sei Dank hat sich aufgeklärt. Ja, er wandert im Allgäu. Hat es dich verändert, dieser Erfolg, wenn du jetzt also jede Woche, ich meine, du bist ja kein Senkrechtstarter, das stimmt ja nicht. Nee. Ne? Du warst ja schon bei Viva und, also bist du schon lange dabei und so. Ich glaube nicht. Du glaubst es nicht? Nö, also wäre mir nicht aufgefallen. Ja. Ich hoffe jedenfalls, dass es so ist. Reagiert die Umwelt verändert auf dich, dass sie sagen, Mensch, Stefan, klar, und entschuldige, da war ein Fussel und darf ich den wegschieben? Nein, es kommt jetzt vor, dass mich ältere Herrschaften, die mich vorher nicht kannten, weil sie entweder Viva nicht gesehen haben oder nicht verstanden haben, was wir da meinten, dass die mich jetzt auch erkennen, aber ansonsten ist eigentlich alles beim gleichen geblieben. Ältere Herrschaften, aber ProSieben ist doch nur junge Zuschauer? Ja, es gibt, also ältere Herrschaften sind für mich halt so 35, 40-Jährige. Mir hat übrigens, wollte ich noch sagen, dieses Butterbrot-Experiment mit Helmut da eben sehr gut gefallen. Ja. Obwohl mich viel mehr interessiert hätte, mit welcher Seite Helmut aufschlägt. Ja. Ich glaube, auch mit der mit Butter eingeschmierten. Ich glaube auch mit der, die mit Butter eingeschmiert ist. Bei ihm. Und Chef, wir haben es zweimal geprobt, es war immer die Seite mit der Butter und jetzt, wie es ist, wird die Physik sozusagen widerlegt. Ja. Radikale Frage von mir, die ich selten stelle, wie war dein Urlaub? Super. Ja. Wie war deiner? Fantastisch. Ja. Ich wusste nicht genau, was ich mache. Ich habe mir gedacht, kaufe ich mir ein Haus auf Mallorca? Dann habe ich mir eins angeguckt. Du hast ein, meins? Ja. Du hast mein Haus angeguckt? Ja, es war ziemlich verwohnt, ich wollte es nicht haben. Und du warst in meinem Haus drin? Ja, natürlich. Ich habe gedacht, wäre ein guter PR-Gag. Ja. Ich dachte, du magst keine Hunde, habe ich diese Hundehütte im Garten irgendwie. War Helmut? Nee. Ich höre das auch immer wieder, aber ich bin froh, wenn es nur eine Hundehütte ist. Es müssen, glaube ich, jetzt irgendwie Leute drin sind, die Hunde haben oder die Hunde sehr gerne mögen. Ach so. Ja. Stand die nahe am Pool? Wer? Die Hütte. War die nahe am Pool? Den Pool habe ich nicht gesehen. Wie, du hast... Du Angeber. Natürlich. Okay. Suchst du ein Haus auf Mallorca? Nee, um Himmels Willen, nein. Nein. Nee, ich habe mich dann entschlossen, doch segeln zu gehen. Da hat man seine Ruhe. Segeln. Ich war segeln gehen. Ja. Ja. Wo warst du segeln? In Griechenland, also in der Ägäis, so kreuz und quer. Ja.
Mit gefahren. Großer Besatzung oder ganz alleine? Unterschiedlich. Es sind ein paar Freunde immer abwechselnd gekommen. Also wenn der eine mal eine Woche Zeit hat, deswegen ist er wieder nach Hause gefahren. Und ja? Meine Freundin war dabei und dann waren meine Eltern mal da. Und dann, das ging immer so. Die Eltern mit auf dem Boot? Ja. Ja? Können die auch mit anfassen und was helfen? Oder kannst du segeln oder hattest du einen Skipper? Nee, ich kann selber segeln. Ich segel seit ich 14 bin und... sehr schön gewesen, weil da sind sehr viele kleine unbewohnte Inseln, wo man ja. als Normaltourist nicht hinkommt. Ja. Und das sind, also da wohnt halt auch keiner. Und also wenn man da verstirbt, das merkt auch keiner. Tatsächlich? Beispiel, ja. Und da sucht man sich dann so Feuerholz zusammen und macht ja. dann abends so Feuerchen. Gibt es so ein paar Grundbegriffe? Schau, du wirst dir das denken können, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Natürlich. Das hier sind zum Beispiel, heißt das Seil beim Segeln oder heißt es Tau? Oder Tampen. Tampen. Es kommt immer darauf an, für was du das Seil als solches gebrauchst. Also wenn du es gebrauchst, um das Hauptsegel hochzuziehen oder um die Fockruhe zu ziehen, dann ist es ein Fall. Ja? Ja. Wenn du es zum Festmachen brauchst, ist es ein Tampen. Und ich weiß nicht, wofür du sonst noch Seile gebrauchst. Dann wäre es ein... Ist das schon ziemlich gut? Ja, das ist schon einer. Ja? Ja. Ich soll dir mal einen beibringen. Ja, segelst du auch ganz nachts oder gehst du nachts vor Anker? Ich segel auch nachts, wenn es denn nicht anders geht. Manchmal geht es ja nicht anders. Also manchmal muss man ja eine Strecke zurücklegen, die weiter ist, als dass man sie innerhalb von 12 Stunden zurücklegen könnte. Da muss man auch nachts ja. segeln. Wie funktioniert das dann? Auf sowas wie Autopilot? Oder stehst du nachts auf? Oder, Nein, da ja. muss schon einer immer gucken. Also man hat schon Autopilot, aber dann hat man Radar und kann gucken, ja. ob da irgendwer schwimmt oder so, den man da nicht überfährt und so. Ich zeig dir mal einen ganz wichtigen Knoten. Hast du ein bisschen längeres Seil? Das ist ein weißes, ja, pass auf. Das hier, ja. ja. Also, ganz wichtig, Palsteg, immer gut, immer zu gebrauchen. Ich erkläre jetzt mal, meine Damen und Herren, das folgendermaßen. Die Knoten, die müssen schnell zu machen sein, gut halten und gut wieder aufgehen. Das ist das Wichtige. Der normale Hausfrauenknoten, der geht gut zu, aber der geht nie wieder auf. Das werden Sie schon gelegentlich an Ihren Schuhen bemerkt haben. Pass auf, Palsteg. Wo braucht man den? Mal vor. Wo braucht man den? Ach, den kannst du für alles gebrauchen. Den kannst ja. du zum Festmachen gebrauchen, den kannst du... Na? Den kann man eigentlich für alles gebrauchen. Hunde mit dem Pool ziehen. Ja. So, also, ich zeig mal. Pass genau auf. Pass genau auf, du musst ihn auch machen gleich. Also, man legt die rechte Hand über die linke Hand, dreht ja. das Ganze einmal so rum, ja. nimmt dann das Seil, was man in der rechten Hand hat, hier unten durch. Ja. So, und dann hat man dieses Ende frei. Und das ja. steckt man wieder hier rein. Ja. Ja, und das ist die Schlaufe, nicht fälschlicherweise das hier. Und dann zieht man das hier zu und dann hat man den Palsteg. Und das ist ein sehr guter und wichtiger Knoten. Sieht dann so aus. Den kann man immer erkennen an der Form. Großartig, oder? So, und jetzt... Ja, aber das ist ein wahnsinnig schwerer Knoten. Nein! Wirklich, für den Anfang. Das Tolle ist, der geht auch auf, wenn er nass ist. Der geht auch auf, wenn er nass ist. Ja. Jetzt ist natürlich so, eine Show, die so unglaublich erfolgreich ist wie deine. Mach erstmal den Knoten. Ja. Rechts über links. So ähnlich, ja. Rechts über links. Eine Show, die so unglaublich erfolgreich ist, da würde ich doch als Senderchef sagen, Junge, mach doch diese Show, mach sie doch täglich. Warum denn? Ja, weil einmal in der Woche, das ist ja sozusagen mit solchen Fans und solchen Zuschauerzahlen und ProSieben hätte sozusagen die Möglichkeit, jeden Tag da eine wirklich spannende, tolle, junge Show zu machen. Erstens will ich nicht jeden Tag arbeiten. Ja, aber du hast sie doch. Das tust du ja sowieso. Ja. Warte mal, rechts oder links? Ja. Rechts über links? Ja. Aber rechts über links. Rechts über links. Aber du hast dich doch vor dem Urlaub verabschiedet und hast gesagt, ab 27. September täglich. Ja? Ja. Hast du doch gesagt. Ja. War das ein Scherz? Das war ein Scherz. Aha. Ja, und das hat super eingeschlagen, weil am nächsten Tag die ganzen Journalisten angerufen haben und haben gesagt, ach, wir machen eine tägliche Sendung. Ja. Und dann haben wir gesagt, nein, natürlich, das war ein Scherz. Wir machen eine lustige Sendung. 90% von dem, was wir erzählen, ist völliger Quatsch. Und dann sagt die, ja, wir haben aber genauer nachrecherchiert. Und wenn Sie so vehement dementieren, dann muss da schon was dran sein. Ist ja, ja meistens. Ja, ja, ich habe auch das schon war rechts Zeit über links, entschuldige, ich habe es jetzt vergessen. Ja, rechts über links. Ja. Und das heißt, das ist nicht geplant, aber ich meine, ProSieben müsste doch eigentlich darauf bestehen, zu sagen, Junge, das ist ein solcher Erfolg und das ist genau das Publikum, ja, jeden Tag, was weiß ich, 22:45 oder so, Montag bis Freitag, Comedy-Show auf ProSieben. Ab wann? Was ProSieben sagt, wen interessiert denn das? Das macht Sinn. Wow. Das ist ein Stängel. Hast du den neuen Chef schon kennengelernt? Bitte? Hast du den neuen Chef schon kennengelernt? Nee, ich habe den neuen Chef noch nicht kennengelernt, aber ich hatte den alten auch noch vorher nicht kennengelernt. Der neue ist halt natürlich. Entschuldigung mal, rechts über links. Rechts über links. Rechts über links, ja. Genau. Und dann war da eine wirklich Hundehütte an meinem Pool, du, in meinem Haus? Warst du drin im Haus? Ja, klar. Auch oben? Natürlich. Ist das eine Bad jetzt repariert?
Wie das eine Bad. Da hat die Dusche, ja, die ruft ja auf Zuruf, warm, und dann geht es los. Und die hat getroffen. Nein, dann war's. Das hieß aber für dich natürlich, Segeln gehen nur noch im Sommer, wenn du jeden Tag eine Show machst, ab Jahresbeginn. Nein, das ist ja das Furchtbare, ich will das ja gar nicht. Ich will nicht jeden Tag eine Show machen. Ich weiß nicht, warum du mir das einbläust. Nein, weil du es selber gesagt hast. Ich sage, irgendwo ist da ein Haken. Nein. Du hast da einen Plan. Nein, überhaupt nicht. Gar überhaupt jetzt mach doch erstmal den Knoten fertig. Dann kommen wir rechts über links. Weil wenn du eine technische Show machst, ich will dir ein paar Tipps geben. Nicht nur, dass er ab kommendem Jahr täglich seine erfolgreiche Show machen wird. Auch nominiert, muss ich sagen, für den Deutschen Fernsehpreis. Ja, du auch. Ja, aber in unterschiedlichen Kategorien. Ja, das wundert mich auch. Du bist nominiert in der Kategorie Beste Unterhaltungssendung. Ja, und du bist in der Beste Show. Beste Show. Wer ist bei dir noch nominiert? Zimmerfrei und Wochenshow. Zimmerfrei und die Wochenshow. Harte Konkurrenz. Wir sitzen schon seit 3 Stunden hier und proben das. Ja. Wer ist dein Favorit? In welcher Kategorie jetzt? In deiner. Ach so. In deiner. Ja, ich möchte nichts vorwegnehmen. Ja. Ich habe noch einen Knoten gemacht übrigens. Ja, dazu wird er natürlich nächstes Jahr nicht mehr viel Zeit bleiben mit 5 Shows pro Woche. Aber schau mal hier. Kennst du den? Das ist der auch guter Knoten. Wir sind... Das ist der Helmut Zerlett-Knoten. Ja. Nein, Entschuldigung. Moment. Das ist der Helmut Zerlett-Knoten. Jetzt oh, so böse. Ja. Oh, der arme Helmut heute. Na. Aber der Helmut versteht Spaß. Der Helmut versteht Spaß. Wer nicht in dieser Branche. Die meisten Kollegen sind eigentlich humorvoller, als man glaubt. Oder hast du auch festgestellt mittlerweile? Ja? Ja, doch, tatsächlich. Also ich bin erstaunt, wie sie Schlange stehen und sagen, ich mich beleidigen werden und so. Ja, nee, ja. Und wenn sie mal vom Anwalt einen Brief schicken, ist immer lieb gemeint. Ja. Das habe ich aber tatsächlich noch nicht bekommen, da bist du ja eher. Ich habe ja 6 Wochen kein Fernsehen geguckt und habe mit Erstaunen festgestellt, dass es ganz viele neue Gesichter, wie du eben schon sagst, im deutschen Fernsehen gibt. Ja, auch neue Shows. Ja, und wir hängen ja auch ein bisschen davon ab, was für einen Scheiß die anderen Sender machen. Und sind wir echt froh, jedes neue Gesicht. Obwohl auch hier die alte Regel gilt, nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht. Stefan, schau, hier ist ein Flügel. So, ach ja. Ja? Das ist eine alte Tradition. Eine alte Tradition. Bei mir in der Sendung. Und ich habe es nur einmal gesehen, das war Rudi Carell mit der Ukulele. Ja. Ja? Ja. Hast du schon mal einen am Flügel ein Rabigramm gespielt? Nee, das war die einzige Sendung, die sich das leisten konnte, hier einen Flügel hinzustellen. Und da ich gesehen habe, da für Hera Lind ein Flügel diese Woche engagiert wurde. Ja, aber du hast auch einen mit Saiten drin. Ach so, ja. Genau, dann werde ich das jetzt mal machen. Pass mal auf, lass dich mal überraschen. Du musst auch mitkommen. Ich muss mitkommen? Ja, natürlich musst du mitkommen, denn du musst dich, das ist ein sehr romantisches Stück. Ja, ich habe nichts anderes vermutet. Soll ich hier so stehen bleiben? Wenn du kannst dich auf den Flügel draufsetzen da vorne? Wie denn? Ein bisschen. Ja. So. Ja. Wie soll ich mich legen? Ja, leg dich ruhig, genau so. Wie in diesem. Wie in diesem Film. Ja, genau. Michelle Pfeiffer. Das gefällt mir gut. Mhm. Die fabelhaften Metzger Boys. So ein bisschen, so ein bisschen geil, wie es deiner Art ist. Ja, okay. Gut. Können wir das Licht ein bisschen eindämmen? Ist ein bisschen hell hier. Ja. So, okay. Für dich. Nur für mich? Ja, und natürlich, liebe ProSieben-Zuschauer, welche Kamera bin ich? Pass auf, bleib bei uns. Okay. Ja. Jubel, nicht so. Aber Rudi. Herr Schuber, da muss ich aufpassen. Aber Rudi hat Zachter bekommen. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Und Verona. Wirklich? Was hast du da gesungen? Ach, kann ich jetzt hier nicht wiederholen. Kann ich wiederholen. Aber wir werden es sehen. Das Schöne ist ja, ProSieben zeigt ja deine Sendung öfters. Ja. Ich darf Sie bitten, rutsch einen Platz weiter. Horst, geh bitte nach draußen. Harald. Ja. Was ich dir noch sagen wollte. Ja. Da sitzt keiner. Ja.
Er ist schon weg. Ich weiß nicht, ob das... Er ist schon weg. Hat das hier keiner gesagt? Nein, mal sagen. Das stimmt. Das ist keiner. Das stimmt. Da ist keiner. Weil er jetzt weg ist, aber wieder einer sitzt, frag mal Georg Uecker aus der Lindenstraße. Und wie der sitzt. Ja? Ich vermute mal, du hast ein bisschen zu viel Pumuckl geguckt. Ich rutsch mal einen weiter. Ein weiter. Meine Damen und Herren, eine großartige, wahnsinnig attraktive Kollegin. Herzlich willkommen, Caroline Beil. Was ist das für ein Gefühl am Montag, Premiere in Power Boulevard Magazin Blitz? Das ist ein sehr aufregendes Gefühl. Also wir wollen ja so ein bisschen weg vom Boulevard. Blitz Aha. wird jetzt magaziniger. Verstehe. Also die ganze Sendung. Ja? Die ganze Sendung ist jetzt etwas anders als vorher. Also ja? Blitzlicht, wie du schon sagtest, ist jetzt in die Hauptsendung integriert worden. Ja? Wir sind also länger jetzt. Wir haben 40 Minuten Sendezeit. Späterer Sendetermin ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr? Live 40 Minuten. Was heißt denn magaziniger und weg vom Boulevard? Ich meine, man hat es ja eigentlich auch ganz gerne gesehen, weil es so Berichte waren. Ja. Arme Rentner, Haus weg oder so. Ja. Also das soll in Zukunft nicht mehr kommen? Ja, also es wird natürlich immer noch, es wird eine Rubrik geben, Schicksal. Dort wird der eine oder andere Fall auch noch mal gezeigt, der so ein bisschen ans Herz geht. Und wir haben auch eine Rubrik Blitz hilft. Blitz hilft? Ja. Wem? Ja, also das kommt dann also drauf Notfälle an. Oder? Notfällen, oder? Genau. Ja. Also es wird weiterhin sowas geben, aber nicht mehr ganz so reißerisch. Es wird etwas seriöser und... Deswegen das Tattoo wahrscheinlich. Ganz genau. Darf ich das mal sehen? Was ist das für ein Tattoo? Das ist ein Pentagramm. Ja. Sieht ein bisschen so aus, als wenn es im Knast gestochen wird. Musst du dich dran gewöhnen. Ich kann dir sagen, wer es war. Wer war das? Es war nicht im Knast, es war tatsächlich bei Teto Lutz in der Silbersackgasse in Hamburg. Bei wem? Teto Lutz. Kennst du Teto Lutz? Teto Lutz. Kennt jeder, ja. Teto Lutz. Man glaubt es nicht, weil du einem Klischee völlig widersprichst, aber du hast Soziologie studiert. Ja, auch das, ja. Ja. Hast du das abgeschlossen, das Studium? Ja, ich habe es abgeschlossen. Es war auch sehr komisch. Also ich habe an der HWP in Hamburg studiert. Was heißt HWP? Das ist die Hochschule für Wirtschaft und Politik. Ja. Und die Soziologen sind ja alle so ein bisschen, die haben gerne längere Bärte. Auch waschen sie sich nicht täglich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ist das so oder heißt es nur so? Es ist so. Also ich habe sogar Kommilitonen gesehen, die anfänglich ganz normal aussahen. So nach 2, 3 Jahren sind die mutiert zu irgendwie so bärtigen, etwas übelriechenden Menschen. Aber es war eine Erfahrung. Wir hatten dort ein Café, das hieß Café Knallhart. Hey. Und da hatte jeder die Möglichkeit, seinen eigenen Becher anzuhängen an den Haken an der Wand. Ne? Ja. Das war unheimlich dufte. Und ansonsten war es auch noch so, wenn man dorthin ging und sich einen Negerkuss, also als, sagen wir mal... Vorsicht. Ich weiß. Mit Vorsicht. So. Ich bin ja auch inzwischen sensibilisiert worden. Aber damals noch unbefangen, wie ich war, ging ich zur Theke, sagte, ein Negerkuss. Und dann so, den gibt's hier nicht. Ich so, ja, da vorne stehen die doch. Mm-mm. Die heißen hier nicht Negerkuss. Ich so, ja, dann für Mohrenkopf. Oh, und den gibt's hier schon gar nicht. Okay. Ich so, wie nennt ihr die Dinger denn? Ja. Das ist ein Schokokuss. Ich so, okay. So, und dann haben wir das Ganze mal auf die Spitze treiben wollen, sind mit einem schwarzen Freund da hingegangen. Und der ist hingegangen und wollte auch einen Negerkuss bestellen. Ja. Und den haben sie ihm auch nicht gegeben. Nee, aber das finde ich eigentlich, diese Aufgabe der deutschen Soziologie, ja, alle Menschen von allen Erdteilen darin zu belehren. Wie haben die denn auf dich reagiert, weil du ja so völlig anders aussiehst und, ja, und überhaupt anders. Nicht diesem Klischee entsprichst? Ja, ich bin ja auch immer so zur HWP gegangen. Ja, hast du ich wache auch so auf morgens. Ja, aber hast du auch einen Ökopulli angehabt oder die Haare, ich sag mal, nicht gewaschen, aber einen Zopf oder mit einem Pferdeschwanz seitlich? Oder
Ich meine, du bist eine attraktive Frau. Pferde seitlich. Das hat man in den 80er Jahren vielleicht da getragen, wo du herkommst. Aber Entschuldigung. Nein, nein, also ich habe. Stefan will was sagen. Ja. Nein, nein. Ach so, der ist ja auch noch. Sage, sage so bitte. Ich wusste nicht, wie weit das noch geht. Ich hätte dann eingegriffen und für dich Partei ergriffen. Haben. Irgendwann geht's, du musst schon aufpassen hier. Ich weiß. Dass ihr das von zwei alten Hasen sagt. Aber Moment, wir sollten sagen. Moment. Moment. Ich muss ihn schützen. Das heißt, die Sendung ist dann für dich jeden Tag oder wechselst du dich mit jemandem ab? Nee, ich wechsle mich nicht ab mit jemandem, die ist täglich 19.40 Uhr. Kannst du, was ja sehr wichtig ist, wenn es gerade magazinig ist und sehr journalistisch, redaktionell mitsprechen oder kriegst du die Themen vorgesetzt? Ja, das wird sich zeigen, ob ich bei den Themen mitsprechen werde, aber zumindest werde ich erstmal meine Moderation selbst schreiben und dann, wenn es sich mal anbietet, auch bei Events vor Ort sein, Leute interviewen und eben auch mal in Beiträgen dabei sein. Also das ist geplant. Du hast auch schon mal als Model gearbeitet? Ja. Ja? Hast in Rio de Janeiro gelebt? Ja. Ja? Und das ist ein weiteres Klischee, wo man sagt, es ist sehr, sehr gefährliche Pflaster, sehr gefährliche Stadt, vor allem für allein reisende Frauen. Ja, kannst du das bestätigen? Wenn man den ganzen Tag so rumläuft und dann in Rio auch. In Rio bist du auch so rumgelaufen? Ja, immer. Ich laufe ja immer so rum. Wirst du auch in diesem Kleid Blitz moderieren? Ja, klar. Immer. Das ist jetzt zusammen beides? Blitz und Blitz? Ja, das überrascht mich auch. Blitz. Blitz, Blitzlicht. Ich wollte gerade Blitzkrieg sagen. Nein, nicht. Nein. Blitzlicht. Blitz und Blitzlicht. Aber das machst du jetzt beides dann, oder was? Ja. Ja, also eine Sendung. Fehlt diese Eve-Maria Büchner. Wo geht die eigentlich hin? Nein, das war ja Daniela Noack und Eva-Marien Bücher. Wo gehen die hin? Die Eve-Marien Büchner, die wird die Sendung am Sonntag moderieren. Aha. Also es gibt ja immer noch... Ist nicht Eve-Marien Büchner auch in der Harald-Schmidt-Show dadurch groß geworden, dass sie mal hier in der Harald-Schmidt, wenn ich mich recht erinnere, blank gezogen hat? Was meinst du mit blank gezogen? Ja, hier. Wieder eine Tasche nach hinten geworfen? Nein, nein. Aber noch dran. Ja? Ja, ja. War die das? Die saß im Publikum und vermutlich hat sie Geld von euch dafür bekommen. Ja. Weil sowas kriegt ihr wahrscheinlich nicht umsonst. dass sie für einen Gag, und dadurch ist sie zu Blitzlicht gekommen. Ich das kann ich jetzt nicht machen. Nein, du wirst es nicht machen. Ich finde das eine tolle Tradition. Du, ich lasse eigentlich das schon. Mal. Sowas. Ja. Nee, ich mache das vielleicht dann beim zweiten oder dritten Mal. Oder? Ja. Nächste Woche beim Rat der Woche. Ja, vielleicht bei der Überreichung. Ja. Wir haben nächste Woche so viel zu tun. Dass, ist das wirklich wir müssen uns ja erst um Ricky kümmern. Und danke euch. Tschüss.